78 Kandidaten haben sich auf den DSP-Hengsttagen der Kür-Kommission gestellt. Längst nicht alle werden die Zuchtzulassung erhalten. Einen der Junghengste und seinen Züchter haben wir beim Kür-Prozess begleitet. Das ist Otto. So hat sein Züchter Harald Schick ihn genannt. Den richtigen Zucht- und Sportnamen dürfen die neuen Besitzer aussuchen. Am Ende der DSP-Hengsttage soll Otto über die Auktion verkauft werden. Naja, das ist schon irgendwo, ist schon aufregend, sag ich mal. Es ist ja jetzt so, ich meine, wir machen jetzt seit über 25 Jahren den Betrieb. Und das ist jetzt das zweite Mal, dass wir hier ein Pferd haben, das zur Körung geht. Und das ist ja schon immer auch irgendwo so ein bisschen ein besonderer Moment. Das ist ja so, sag ich mal, so das, worauf man als Züchter hinarbeitet. Sicherlich züchten wir eigentlich in erster Linie Sportpferde, aber wenn dann auch mal einer so abfällt, wie er hier jetzt so im Körfähig und auch so ein der wirklich tolles Pferd, so mit so einer Ausstrahlung und mit diesem schönen Auge, so, der guckt dann so sympathisch an jeden Tag und das ist irgendwo, ja, da hat man einfach seine Freude dran. Der schöne Braune hat eine interessante Springabstammung. Seine Mutter Arusha P. stammt von Askari. Der Hengst ist hoch begehrt, seit seine Töchter DSP Alice und Asha P. im vergangenen Jahr die Weltmeistertitel in Tryon im Springen und in Lion d'Angers bei den jungen Vielseitigkeitspferden gewannen. Colorit, der Vater von Großmutter Chelsea, ist eines der besten Pferde von Christian Ahlmann, dem Weltcupsieger von 2011. Ottos Vater Orlando sammelte mit dem Belgier Dirk de Meersmann internationale Siege und Platzierungen. Wir wollten wissen, wie Harald Schick auf die Anpaarung kam. Jetzt hier bei der Arusha ist ja so, das ist ja im Prinzip alles Holsteiner Blut. Und da dachte ich, dass jetzt so ein Outcross, so irgendwo was Französisches oder Belgisches da gut reinpassen würde. Holländer sind ja da sehr erfolgreich mit dieser Geschichte, so mit diesem deutschen und dieses französische-belgische Blut zusammenzuführen. Da dachte ich, dass ich das auch mal probieren müsste. Wann haben Sie sich entschieden, Otto als Hengst aufzuziehen? Ja, das war so relativ, vielleicht so 2-3 Wochen nach seiner Geburt. Da hatten wir den das erste Mal so mit seiner Mutter so auf der Wiese und das war so herrlich schönes Wetter. Ich war mit meiner Frau und mit meinem kleinen Sohn, der noch gar nicht so richtig laufen konnte da. Und meine Frau hat da so ein paar Fotos gemacht. Mein Vater saß da so ein bisschen im Schatten unterm Baum und das war so eine schöne Atmosphäre. Und er stand da so selbstbewusst, schon auch so weg von der Mutter, stellt sich da so hin und guckt so in die Welt. So, wo du so denkst, so, hier bin ich, so, was wollt ihr noch so? Das war so ein schöner Moment und da war eigentlich so ein bisschen, ja, der muss auf jeden Fall irgendwo Hengstkoppel kriegen. Züchten heißt Denken in Generationen. Wie zeigt sich das in der Mutterlinie? Also die beiden, also jetzt sag mal so, die Chelsea und die Arusha sind sich sehr, sehr ähnlich. Also ich sag mal so, man merkt schon immer so, die Mütter, wir haben ja, also züchten ja schon über Jahre, wo man dann ja auch schon die Großmutter geritten hat und die Urgroßmutter manchmal schon. Und die beiden Pferde waren sich sehr, sehr ähnlich. Also so Mutter und Tochter so waren so vom Reiten, von der Art her wirklich sehr, sehr ähnlich. Das hatte ich selten, dass die zwei so ähnlich sind. Reiter und Züchterherz sind das eine, die betriebswirtschaftliche Notwendigkeit das andere. Das erste Mal drauf sitzen, dem fiebert man ja so ein bisschen entgegen. So, was wird da aus dem Pferd, wie wird er sich entwickeln, wie wird er vom Charakter, vom Wesen. Das ist dann schon auf der einen Seite schade, aber es ist eben doch ein Betrieb, der unterhalten werden will. Und ich sag mal so, am Ende müssen wir alle unsere Rechnungen bezahlen. Wie haben Sie Otto auf die Vorauswahl vorbereitet? Dann sag ich mal, im Frühjahr habe ich ihn dann mit, also auf die eigentliche Sportanlage genommen. Da haben wir dann ganz sachte angefangen, war ja eigentlich noch ein bisschen zu zeitig, aber ihn jetzt nochmal auf die Koppel rauszustellen, nochmal irgendwo eine neue Herde eingewöhnen, das wollten wir dann auch nicht. Und da haben wir im Prinzip eigentlich so die ersten 6-8 Wochen so ein bisschen mehr rumgespielt, schon mal so auch longiert, laufen lassen, Paddock. Nochmal raus auf die Koppel, ab August eigentlich dann angefangen zu arbeiten, wo es dann noch so ein bisschen ernster wurde. Weil ja dann Mitte Oktober schon die Vorauswahl in Russendorf dann halt war und dafür mussten wir ja schon irgendwo mal so ein bisschen was tun. Sie sind Pferdewirtschaftsmeister, reiten Springen bis zur Klasse S und leiten den Pferdehof Schwittersdorf. Ein echter Profi. Warum haben Sie Otto zur Vorbereitung auf die Körung in München zu Jan Krome-Sperling gegeben? Ich sag mal, ich habe jetzt auch einige Pferde ja schon zum Bundeschampionat qualifiziert und auch da geritten.
das ist was ein, da habe ich viel mehr Zeit und so dieses so auf den Punkt jetzt hier mit ihm, auch so mit dieser Fütterung und mit diesem Training, da habe ich einfach viel zu wenig Erfahrung. Das habe ich eigentlich insofern auch noch nie gemacht, also so ein Pferd selber auf Körung vorbereitet. Und da habe ich einfach so auf diese Expertise von Jan da vertraut. Und wir kennen uns jetzt auch schon ein paar Jahre so von Turnieren. Er ist ja da als Richter auch tätig und schätze da auch sein Urteil sehr. Und denke, das hat er hier auch echt toll gemacht mit dem Pferd. Also wie der sich so in den 8 Wochen entwickelt hat, also da, das ist schon, also das hätte ich selber so nicht fertig gekriegt. Und dann muss ich jetzt sagen, das ist dann auch so, wenn ich den jetzt hier vorstellen muss, so der Jan, der hat da einfach die Routine, der macht das so. Für mich selber wäre das jetzt so, dann will man es ganz genau machen und dann sag ich mal, hat man ja auch diese eigene Nervosität, das ist ja, also sag mal so, weil man es ja besonders gut machen will und dann denke ich mal, überträgt sich das auch auf die Pferde und das denke ich mal, ist so schon, also auf jeden Fall der bessere Weg. Ich würde es auf jeden Fall auch wieder machen, wenn ich nochmal ein Pferd hätte. Das Pferd kam erstmal solide grundgearbeitet bei mir an und hat dann im Training unheimlich zugelegt. Hat mit sehr viel Selbstverständnis angefangen, den Körper noch mehr zu bewegen, auch am Sprung mehr Routine zu bekommen. Und das war insofern natürlich toll, weil er ist von einem guten Pferdemann vorausgebildet worden, dass wir darauf dann auch aufbauen konnten. Das Wichtigste ist, dass man immer erstmal das Ziel vor Augen hat. Wo will man hin? Das ist ja das Langfristige, wenn er kommt, dass wir in 8 Wochen, also im Prinzip heute, dann einen Höhepunkt haben wollen. Dass man das Training dementsprechend aufbaut. Das heißt, dass man das Pferd nicht in der ersten Zeit überfordert, sondern ganz schonend immer weiter an die Aufgabe ranbringt, heute möglichst am Optimum springen zu können. Dazu braucht so ein Pferd erstmal Kondition, Kraft und Routine. Deshalb ist natürlich Konditionstraining ein großer Punkt. Der wird longiert, ausgebunden oder mal ausgebunden laufen gelassen, dass er auch mal geradeaus trabt mit einer gewissen Körperhaltung. Geht zusätzlich für Maschine, wird eingemustert und macht natürlich Trainingssprünge, um genügend Routine am Sprung zu erlangen. Die Fütterung ist immer so ein ganz spezieller Punkt. Wichtig ist erstmal, dass so ein Pferd gutes Grundfutter kriegt, gutes Heu oder gute Heulage, ordentlich Stroh, einfach damit der Verdauungstrakt entsprechend auch beschäftigt ist. Dazu natürlich Kraftfutter, immer angepasst an das, was man will. Dieses Pferd soll wachsen, der soll sich entwickeln, der soll Muskulatur bekommen, dementsprechend es ist erstmal ausgewogen mit ein bisschen Eiweißkomponente noch obendrauf, damit sich die Muskelmasse ein bisschen besser bildet. Wie präsentiert sich Otto hier in München? Also bisher ist alles super gelaufen mit dem Pferd. Er hat sich ist hier angekommen, ganz relaxed in die Box und hat das auch so zu seiner Veranstaltung gemacht, muss man ehrlich sagen. Wenn wir nachher noch ein bisschen Glück haben und er noch mal einen richtigen Sprung rauslässt, dann hoffe ich, dass dir der Körung dann und meinem ersten gekürten Warmbluthengst nichts im Wege steht. So, einen haben wir noch, die 25. Noch einmal ein bisschen Ruhe, meine Damen und Herren. Letzter Hengst hier, der sich im Freispringen präsentiert. Ja, was für ein Pedigree hier. Orlando, der herausragende Heartbreaker-Sohn, dann der große Ascari, dann Colorit, dann Levisto. Besser kann man es kaum komponieren. Jawohl, schön in der Luft hier, die 25 von Orlando. Ja, also war gut, hat er so schön gemacht, gelassen, so einen schönen Sprung gemacht, schön zu Ende den Sprung. Jetzt nicht übertrieben spektakulär. Ich muss jetzt hier auch mal ein bisschen mitklatschen hier, sonst wird das nicht hier. Ja, die Körentscheidungen bei den Springhengsten stehen an. Tollen Jahrgang haben wir gesehen. Vierter und letzter Ring der Springhengste angeführt durch die Katalognummer 29. Und last but not least die 25 von Orlando Ascari vom Pferdehof Schick in Schwittersdorf. Und wir kommen zu den Ergebnissen. Der Hengst ist nicht gekürt. Der Hengst ist nicht gekürt. Vielen Dank für die Vorstellung. Die 25 Orlando mal Ascari. Der Hengst ist gekürt. Ganz herzlichen Glückwunsch. Also was mehr können wir ja jetzt nicht erwarten. Wirklich sehr, sehr zufrieden. Wirklich, ja, glücklich. Thank you.
Ja, das, meine Damen und Herren, waren die Körperteile bei den Springhengsten. Ist das noch steigerungsfähig? Vielleicht. Der züchterische Höhepunkt steht erst am nächsten Tag bevor. Die Prämierung der Hengste. Ja, meine sehr geehrten Damen und Herren, 16. Süddeutsche Hengsttage 2019 hier in München. Jetzt wird es noch einmal richtig spannend. Die Siegerehrung steht auf dem Programm. So, wir beginnen mit der Prämierung und ich würde den ersten Hengst hier zu uns rufen. Dieser meisterliche Jumper von Orlando Ascari. Den begrüßen Sie noch einmal mit einem besonderen Applaus hier bei uns in München. Herr Krumme Sperling hat ihn hier vorbereitet, die beste Art und Weise hier präsentiert. Und wir gratulieren ganz besonders natürlich dem Züchter und Besitzer Harald Schick vom Pferdehof Schwittersdorf aus Salzersdorf. Jawohl, ein Mann der Praxis, selbst hoch erfolgreicher Springreiter und natürlich auch hoch erfolgreicher Pferdezüchter. Dieser typvolle jugendliche Junghengst bestach vom ersten bis zum letzten Tag mit Topnoten. Immer in sich ruhend und sympathisch, so wie er jetzt auch dasteht, hatte er schon in den Kopfnoten Typ, Gebäude, Fundament, Supernoten. Blieb gestern die ganze Zeit beim Freispringen so etwas schüchtern, aber trotzdem souverän. Diese Schüchternheit ist bei uns Sportreitern ein Zeichen von Qualität, also von Vorsichtigkeit. Wir lieben das, weil das die Pferde sind, mit denen man später mal was anfangen kann. Wenn es eine Note für den Charakter gegeben hätte, hätte dieser Hengst von uns allen die 10 bekommen. Mit dem lässt sich mal arbeiten. Herzlichen Glückwunsch, ein ganz tolles Pferd. Und jetzt feiern wir ihn auf einer Ehrenrunde. Die 25 Orlando Ascari Prämienhengst springen. Da träumt man, aber das ist, ich sag mal, ich war jetzt ja nur das zweite Mal zur Körung und das ist das ist ja eben auch so ein bisschen Tagesform und wie die vier Hengste sich präsentieren, wie sie mitspielen, wie sie mit dem ganzen Trubel hier, mit dem ganzen 4 Tage lang in der Fremde, viele Menschen in der Halle, das ist ja alles für so junge Pferde eine völlig neue Erfahrung, die sie nie vorher, die kann man ja auch nicht üben zu Hause. Und er hat das, finde ich, sehr, sehr toll gemacht und auch so jetzt, wie er hier steht, immer noch wach, nicht müde, nicht irgendwie. Das zeigt ja, dass er eigentlich so mit diesem ganzen Trubel hier wirklich schon, dass sein Nervenkostüm da echt, echt stark ist. Am Nachmittag steht die Auktion auf dem Programm. Erwartungen? Ich habe bis jetzt keine guten Erfahrungen gemacht. Es ist für mich noch nie wirklich gut ausgegangen. Also nie so, wo man jetzt so richtig zufrieden ist oder auch schon Pferd wieder mit nach Hause genommen, zweimal. Ich denke mal, das wird heute hier nicht so sein, aber ja, das liegt ja nicht in meiner Hand. Ich kann jetzt nur hoffen, dass viele Leute oder Interessierte, sage ich mal jetzt so, ihn auch mögen und vielleicht auch bereit sind, für Geld auszugeben. Und dann werden wir sehen, wie es für uns ausgeht. Ja, dass es ihm gut geht einfach. Und dass man ihn vielleicht irgendwo da und dort nochmal wieder sieht, entweder in Live oder bei euch bei Clip My Horse, würde ich mich sehr drüber freuen. Otto geht ins Landgestüt Moritzburg. Damit ist ein heimlicher Traum des Züchters in Erfüllung gegangen. Was sagt die Landstallmeisterin? Ja, wir beobachten die Hengste ja auch über mehrere Tage. Natürlich tauscht man sich auch aus. Und so hat sich das über die Tage herauskristallisiert, dass das einer der vielversprechendsten Hengste hier vor Ort ist. War auch der erste, auf den wir in der Auktion geboten haben und sind sehr glücklich, dass es auch gleich gelungen ist. Und ich hoffe, dass die Moritzburger da viel Spaß mit haben und dass er sich gut vererbt. Und ja, alles gut, oder? Ja, alles gut. Ich freue mich.